Ja, so könnt ihr in dem Tempel umhergehen, Waffen einsammeln und dann eben auch in die ja, Kisten tun, die dann nicht normalerweise dafür geplant sind, aber aktuell sind die Vorräte, die Essensvorräte erschöpft. Es gibt zwar noch so etwas wie das Punipan, was dann im Vorfeld bereitgestellt worden ist, aber andere frische Vorräte oder einfach rohe Zutaten werden dann hier eben nicht bereitgestellt. Dementsprechend werden dann die Waffen weggeschlossen, beziehungsweise dann eben die Kisten auch zugenagelt. Im Verlauf des Tages könnt ihr euch also so ein bisschen akklimatisieren, wobei Tag, es ist ein bisschen merkwürdig. Wenn ihr durch die Fenster schaut, könnt ihr immer noch den grauen Himmel erkennen. Es ist mitten in, ja, in der Nacht, aber ihr seht kein Praiosmal. Es ist aber auch nicht dunkel, es ist einfach nur grau. Als ob wäre in den Sphären entrückt wäre, irgendwo anders hin. Vielleicht ist es auch ein Limbus oder ja, irgendeine Art Schleier, der jetzt über euch liegt. Nicht nur über dem ganzen Tempel, sondern über ganz Dere. Und während ihr euch ja auch so ein bisschen dann hinsetzt, versucht dann einen ruhigen Puls zu bekommen. Das Herz von Boltak schlägt dann auch in den Mengen nicht mehr ganz so hoch. Ja, könnt ihr auch die ein oder anderen Bilder in eurem Kopf dann doch noch einmal erkennen? Ja, dann, was sucht dich heim? Yalan wühlt sich durch die Menge an Leuten und scheint aber keinen Schritt näher zu kommen. In der Ferne, da wo eigentlich die Travia-Statue sein sollte, Licht brennt lichterloh ein Scheiterhaufen, auf dem Ephadaios gerade sein Leben aushaucht. Und er kann sich nicht durch die Menge wühlen, findet sich nicht zurecht, hat Angst, zu spät zu kommen und tritt immer hin und her auf der Stelle. Vermutlich rempelt er in Wahrheit im Tempel gerade im Kreis Leute an. Ja, du siehst doch, dass Ephadaios sich aufrichtet, nach Hilfe ruft, nach dir ruft. Er erkennt dich und ruft deinen Namen. Du weißt, dass du es verhindern könntest. Hättest du damals nicht selbst mit dir gekämpft und den Flüsterungen von Blackerats zugehört, dann hättest du vielleicht erkannt, dass er Probleme hatte als der Schiffspriester. Hat er sich immer nur um die anderen gekümmert, aber nie um sich selbst. Und so ist er vielleicht, ja, gefallen. Weil du als Kapitän nicht für ihn da warst, weil du seine Probleme nicht erkannt hast. Und mittlerweile ruft er nicht mehr um Hilfe, sondern schuldigt dich an. Und du weißt, dass er recht hat. Rafim, welches Trauma wirst du erleben? Ja, Rafim sieht sich selbst im Alter von 8 oder 9 Jahren. Er steht vor dem ehemaligen Haus seiner Eltern. Er hört noch seine Geschwister drinnen spielen und sieht gerade, wie sein Stiefvater ihn auf die Straße befördert, ihm hinterherbrüllt: Komm wieder und ich bring dich um, du mieses Miststück! Und wie er sich das erste Mal in die Richtung der Straßen schlägt, sich Freunde sucht, die nicht gut für ihn waren, mit Substanzen nahe kam, die nicht gut für ihn waren. Wie er immer mal wieder in die Straße zurückgekehrt ist, wo sein Elternhaus stand, wo seine Geschwister noch gespielt haben, seine alten Freunde waren, wo er aber nicht mehr willkommen war. Ja, und der große Rafim steht nur in der Straße und muss seinem ehemaligen selbst dabei zusehen, wie der sich dann wieder in die falschen Ecken schlägt, was dann auf ihn folgt. Und währenddessen würde Rafim einfach nur auf einer Kiste sitzen, während ihm eine Träne die Wange runterläuft und er einfach in sich gekehrt schweigt. Du siehst, wie Kheras Karrenor sich dazustellt, mit dem Finger auf dein kleines Ich deutet und ihn auslacht, ihn verhöhnt, ihn verspottet. Und dann siehst du, wie Kheras sich in dieser Gasse an einen großen Tisch setzt, an eine große Tafel, gemeinsam mit seiner Familie einen großen Braten aufgetischt bekommt, Wein, der ihm kredenzt wird, wie sie lachen, immer noch. Die gesamte Familie, wie sie dort aufwachsen. Du siehst, wie sich dieser Tisch erhebt, diese große Tafel rübergeschoben wird zu dem großen Grandenberg. Und sein Lachen wird lauter und lauter und verhallt. Ja, an was denkst du? Ich denke zurück an die hohe See, wie ich
stehe am Bug meines ersten Schiffes und versuche etwas zu erreichen, versuche jemand zu sein. Doch neben mir sehe ich ein anderes Schiff, einen Mann, der dort am Bug steht und mich anlächelt, auf mich herablächelt, mich fürwundet, einfach. Es ist Amaro der Sanfte, ein Pirat der Südsee, ein Mann, der all das ist, was ich auch bin, nur besser, älter, erfahrener, erfolgreicher, der all das hat, was ich je haben wollte, der mit sich alles einfach nehmen kann, was ich je aufgebaut habe, wie alles, was ich versuche, wie Sand zwischen meinen Fingern zerrinnt. Und dieser Mann, dem ich hinterherblicke, Zähne knirschen, schon alles hat und wie egal, was ich versuche, ich keinen Ausweg sehe, keinen Weg an ihm vorbei sehe, wie eine Mauer, die sich vor mir auftut. Ein unerwindliches Hindernis. Und wenn du es dann doch einmal versuchst, die Schiffe anzugreifen, zu entern, zu erobern, wirst du feststellen, dass du jedes Mal von ihm besiegt wirst. Zunächst im Zweikampf, dann eben auch im Duell mit den Pistolen, mit den kleinen Balestrinas an deiner Seite. Dann werden die Kanonen ebenso abgefeuert und auch die Mannschaft von Maro ist besser als die deine. Und so treibst du irgendwann auf einem kleinen Holzstückchen zurück in den alanfanischen Hafen und du siehst, wie Rafim dort steht, zusammen mit seinen Söldnerfreunden, Bier in der Hand und dich auslacht. Du versuchst, dich den Steg hochzuziehen. Du siehst auch noch, wie das Schiff von Maro hinter dir einfährt, mit großer Beute, die er gemacht hat, dein eigenes Schiff, was er dir weggenommen hat. Und als du dich gerade nach oben gezogen hast, mit nasser Kleidung, siehst du, wie Rafim auf dich zukommt und dich wieder zurücktritt ins Nass. Isarun, wo bist du? Isaruns Erinnerungen tragen sie fast exakt zwei Götterläufe in die Vergangenheit, nämlich in die namenlosen Tage zwischen den Jahren 1025 und 1026 nach Bosphorenstal. Da hat sie nämlich ihre Abschlussprüfung der Pfeile des Lichts abgelegt und war in der Dämonenbrache vor Gareth unterwegs. Dabei musste sie eine Ghoulplage bekämpfen, die sich dort ausgebreitet hatte, unter den alten Friedhöfen der Dämonenbrache. Und sie nahm einen falschen Abzweig in den Ghoul-Tunneln und fand sich irgendwann in einer Sackgasse wieder. Und jetzt ist sie erst ein bisschen auf den Knien herumgekrochen, weil sie gedacht hat, sie ist wieder in den Tunneln drin. Irgendwann hat der Geruch nach Punipan sie wieder in die Gegenwart zurückgeholt und seitdem sitzt sie zusammengekauert und murmelt immer wieder vor sich hin: Hier gibt's keine Ghoulnester, hier gibt's keine Ghoulnester. Und währenddessen hörst du das Kratzen in den Wänden. Du dachtest zunächst, es sind die Ratten, die dort scharren, die Ratten, die Tiere vom 13. vom 13. Erzdämon. Was auch immer ihr dort in Gareth in den Kellern entdeckt habt. Aber wenn du zurück wieder denkst an das, was ihr dort unten gefunden habt im Praios-Tempel und du das Kratzen hörst, sind das wirklich Ratten in den Mauern? Oder sind es Ghule, wie dort unten in Gareth? In den Kanalisationsschächten, die direkt in die Dämonenbrache führen. Du weißt, dass sie ansteckend sind. Ein einziger Kratzer und euch alle in die Verdammnis stürzen. Sollten sie jetzt vorbrechen, müsstet ihr aus dem Tempel fliehen. Und dann seid ihr wahrlich verloren. Das Kratzen wird lauter. Und lauter. Und lauter. Voltax. Als Voltax die Augen schließt und wieder öffnet, ist er nicht mehr im Tempel. Er befindet sich an einem ganz bestimmten Tage in der Stadt Xorlosh. Am 7. Raya 960. Dort sieht er am Hadesbach zwei sehr junge Zwerge miteinander spielen. Offensichtlich sehr vertraut. Als Voltax genauer hinschaut, erkennt er auch, dass es sich dabei um ihn selbst und seinen jüngeren Zwillingsbruder Simax handelt. Die beiden sind gerade dabei, eins ihrer beliebten Spiele zu spielen. Heute ist Freibeuter der Charyptik an der Reihe.
beiden sind gerade am Bach und kämpfen so leicht mit beiden Stöcken. Da stellt Simax sich auf einen großen, runden Stein und ruft in erhabener Manier, ah, seht mich an, ich bin der mächtige Captain. Und macht dabei einen Ausfall mit dem Stock, rutscht allerdings ab und gerät in den Bach. Was dann passiert, ist so tragisch, wie es für Boltax traumatisch ist. Sein Bruder ertrinkt binnen von Sekunden, weil er sich den Kopf am Stein anschlägt und im Bach untergeht. Boltax sieht sich selbst noch wegrennen in Richtung des Elternhauses. Dann steigt weißer Nebel auf, es verschwimmt alles ein wenig. Als der Nebel sich lüftet, kannst du sehen, wie du immer noch auf dieser kleinen Lichtung stehst. Aber da ist kein Bach, da ist kein Fluss. Nur eine kleine Pfütze. Da ist zwar Blut an dem Kopf von deinem kleinen Zwillingsbruder, aber er lebt. Du trittst dazu und hörst ein kleines Stimmchen. Ein Stimmchen, das dir verrät, dass du niemals Geode sein könntest, wenn er nicht stürbe. Du nimmst deine Hand und drückst deinen Kopf in diese kleine Pfütze. Gerade ist er wieder zu sich gekommen. Wahrlich, das ist kein Fluss, das ist kein Bach. Aber ertrinken muss er dennoch. Du drückst ihn in den Schlamm, bis er aufhört zu zucken. Und du selbst deinen Zwilling umgebracht hast. Wieder etwas Nebel und du siehst, wie du mit der restlichen Zwergensippe angelaufen kommst. Jetzt kannst du endlich Geode werden. Abelmir. Ich sitze am Rande des Tempels, an die Wand gelehnt, sitzend, beobachte verträumt die Flammen, die von der heiligen Kerze aufsteigen. Der ölige Ruß, der aufsteigt und sich unter der Tempeldecke sammelt. Und mit den Gedanken wandere ich viele Jahre zurück, wo ich auch schon Ruß, Rauch, Brand gesehen habe. Es war in Grangor. Mit den jungen Jahren diente ich in Grangor in der Fikadi-Garde unbeholfen, unbelehrbar, stolz und dumm. Und dann kamen sie. Eines Nachts kamen sie mit Schiffen in die Stadt, brannten alles nieder. Ich selbst ging durch die Straßen mit meinem Banner. Plötzlich stürmten riesige Gestalten, bestimmt 2 Schritt groß, vielleicht größer, mit blutbemalten Gesichtern, hassverzerrten Gesichtern durch die Straßen. Meine Männer, mein Leutnant wurde aufgerieben, getötet, aufgehangen an den Bäumen in der Straße. Mich ließen sie zurück mit gebrochenen Beinen und hängten mich ebenfalls an einen Baum. Mit den Armen gefesselt, mit gebrochenen Beinen, pendelte ich von einer Steineiche, die auf dem Platz gepflanzt wurde. Die Torwaller, Piraten, Gesindel, Abschaum, stürmten die Häuser, zerrten die Bewohner aus den Häusern, plünderten und raubten. Und steckten danach die Stadt in Brand.
Und dann verließen sie die Stadt. Just so wie gekommen waren. Zurück blieb nur Asche. Geborstener Stein. Und Tod. Mörder. Wie sie einkamen, so gingen sie, reitend auf Seeschlangen. Sie sagen immer, dass sie Angst haben vor dem großen Ranga. Aber das, was dort einritt, was keine Boote benutzte, sie benutzten die Seeschlangen, schlängelten sich durch die Kanäle, die Grote Waad, vorbei an den Nordwarten, dem blauen Fekadi. Sie waren überall. Wesen, die aus dem Meer nach oben stiegen. Sie waren nicht alleine, das waren nicht nur Torvaler. Finsterste Kreaturen von Charybdoroth selbst nach oben gebracht. Diejenigen, die sie nicht töteten, zogen sie in die Tiefe. Sie haben die Tempel abgebrannt. Torvaler. Abschaum. Mörder. Die Zeit vergeht. Immer noch starrt ihr nach oben. Ihr habt versucht zu schlafen. Habt versucht, mit euren Gedanken klarzukommen. Habt noch einmal einen Blick zu den Thronen geworfen, die dort fest vernagelt stehen. Wachend davor, daneben. Auf dass niemand sich daran vergeht. Die Stimmung ist geängstigt. Jedes Jahr erneut. Jedes Jahr erneut. Ishayadin. Jedes Mal eine Qual. Ihr könnt sehen, die Augen von anderen sind teilweise nach oben geklappt. Haben sie selbst Halluzinationen oder Traumata, die sie aufarbeiten müssen? Was können sie schon für Sachen erlebt haben? Einfaches Volk. Ihr seid Helden. Ihr habt schon so viel erlebt. Habt schon so viele Mörder umgebracht. Habt schon so viel Gerechtigkeit gebracht und sie sitzen hier in Romulus, erwarten, dass sie gerettet werden. Von euch. Sind sie das überhaupt wert? Warum bleibt ihr nicht einfach sitzen und schaut zu? Träge. Mittlerweile trübt sich die Stille. Kein Lüftchen regt sich mehr. Ihr könnt sehen, dass die Kerzen abgebrannt sind. Kein Rauch, der mehr nach oben steigt, sondern er steht dort. Auch der jetzt sich vor die Fenster geschoben hat. Niemand regt sich, aber sie schlafen nicht. Kann man überhaupt schlafen? Ihr fühlt euch antriebslos und erschöpft. Selbst wenn ihr die Augen zumacht und kurz wegzuckt. Erholung findet ihr keine. Ihr seid so unglaublich müde. Eure Zungen sind trocken und kleben wie Klumpen im Mund. Schwere Albträume. Ihr könnt sehen, wie Väter zweifeln. Wie ein Greis oder ein Kind kurz aufhört zu atmen. Einfach als ob sie wegstürben. Und dann wieder mit einem Luftschnapper wach werden. Ihr habt Durst. Was tut ihr? Garino. Study. Welcher Tag ist es? Ich weiß nicht. Der zweite? Zwei oder drei. Irgendwie sowas. Haben wir noch Messwein über? Ich hab keinen mehr. Muss auch zugeben. Ich habe auch nichts mehr. Luchte. Rafim rafft sich mal auf, lehnt sich an die Tür. Oh, ich hasse diesen Tag.
Na, neben euch könnt ihr das Knacken von der Wirbelsäule sehen. Es wird wohl Erzian sein. Meint ihr, es ist vorbei? Können wir die Türen wieder aufmachen? Nein. Es sind maximal 3 Tage, oder? Es ist nicht vorbei, ehe es vorbei ist. Es ist niemals vorbei. Ja, vielleicht finden wir jemanden, der mal nachguckt nach draußen. Ich höre mittlerweile auch das Kratzen nicht mehr. Vielleicht sind sie ja weg. Nein, bleib sitzen, bleib sitzen, bleib sitzen. Ich will auch gar nicht aufstehen. Sitzen bleiben ist gut. Die Götter werden uns ein Zeichen senden, wenn die Tage vorbei sind. Wasser. Sei doch nicht so laut. Ich will schlafen. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Ja, ich auch. Euer Gnaden, Wasser. Ich suche mal irgendwie, ich nehme an, dass wir Wasser mitgebracht haben, oder? Proviant für die 5 Tage. Ich meine, das ist ja ein bekanntes Phänomen vermutlich, oder nicht? Ja, du siehst, da auf der anderen Seite der Halle ist ein großer Bottich mit Wasser. So weit entfernt. Oh, müsst ihr unbedingt jetzt was trinken? Wann denn sonst? Weiß ich nicht. Da hinten ist was. Was soll ich nicht aufhalten? Das ist zu weit weg. Ja, ist richtig. Vielleicht sollten wir uns morgen oder nächste Woche darum kümmern. Morgen ist eine gute Idee. Das ist ein Vorschlag, aber der wird euch nicht gefallen. Morgen. Dass ihr bloß nicht dran denkt, es herbeizuzaubern. Das ist doch auch viel zu anstrengend. Dann muss ich euch wieder eine Predigt halten. Vorschlag. Also ich nehme euer Zauberwasser, aber nur wenn ich nicht aufstehen muss. Wasser. Also ihr meldet Abel mir dann die Schnauze und das ist eigentlich auch mal ganz schön. Das also soll er auch selbst aufstehen. Richtig. Goldax, jetzt macht mal euer Zauberwasser da. Aber keinen Lärm, bitte. Ja, ich würde ein Manifesto-Element machen. Und zwar... Oh, so ist anstrengend. Ist er nah genug, dass ich ihm eine Schelle geben kann? Ich stehe jetzt nicht auf dafür. Voltax, würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe plus 7. Ja. Da, Moment. Plus 7, Selbstbeherrschung. Du kannst sehen, wie Jalan wohl, will er aufstehen? Nee, er rutscht nur an der Wand einfach rüber, hat wohl seine Hand ausgestreckt und... Wie so ein nasser Sack fällt er jetzt einfach um in deine Richtung, Boltax. Manifesto ist anstrengend, aber bevor man jetzt rüberläuft zu diesen Fässern, die sind echt weit weg. Der Tempel ist echt groß. Dann lieber die Sphären aufreißen. Du siehst, wie dünn sie sind. Reiß die Sphären auf und bring das Wasser hier ran. Ja, dann würde ich einen Becher sich mit Wasser füllen lassen. Oder ein Krug, irgendwas, was hier halt in Griffreichweite steht. Zur Not auch ein Trinkschlauch oder so, was halt eben vorhanden ist. Wie sind die Erschwernisse? Keine. Die Sphären sind dünn. Dünn. Ich... Erleichterung und ich will... Ja, ich lasse mir Zeit. Es ist Trägheit natürlich, dass ich mir das. Erleichterung insgesamt auf dem Manifesto-Element. Und ich wähle die Variante Wasser. Ja. Das, was ich mir ausgesucht habe, das Gefäß, füllt sich nach einer quälend langen Zeit mit kühlem, reinem, frischem Wasser. Ich nehme erstmal einen Schluck, um zu probieren, ob das auch wirklich okay ist. Würfel mal 2W6. Ja. Acht. Du siehst, es hat einen anderen sichtbaren Effekt. Was ist dieser andere sichtbare Effekt?
Dann fangen wir unten an. Jalan, Vorschläge für andere sichtbare Effekte. Muss es was Spezielles sein? Nein. Dann nehmen wir das Klassische, das Wasser ist rot wie Blut. Mhm, okay. Rafim, anderer sichtbarer Effekt? Dass, wenn er das Wasser getrunken hat, dann leuchtet er. Also es leuchtet aus seinem Bauch heraus, wie als würde es irgendwie radioaktiv strahlen. Mhm. Kiaras, anderer sichtbarer Effekt? Das Wasser ist nur so ein Klumpen Schleim. Oh Gott. Iserun. Ihr könnt dem Mann echt gar nichts, oder? Iserun? Das Wasser erscheint nicht in einem zusammenhängenden großen Tropfen, sondern in ganz vielen verschiedenen kleinen Tröpfchen, die durch die Luft wabern. Aber mehr? Das Wasser im Becher ist gefroren. Mhm. Dann würfeln wir mal einen W5. Die 1. Wir haben unten angefangen bei Jalan. Du hattest gesagt Blut, ne? Mhm. Kann auch gerne echtes Blut sein. Ich gebe dir da keine Schranken. Nee, Blut kann ich nicht beschwören. Blut ist auch nur Humus. Kann ja wie Blut aussehen und wie ja. Blut schmecken, ohne Blut zu sein. Manifesto ist gelungen, es gibt da einen anderen Effekt. Du merkst, wie sich die, ja, das Gefäß langsam füllt, wie es durchsichtig ist. Und je weiter es sich füllt, desto rötlicher wird es. Du merkst, wie es sich nach Eisen in der Luft anfühlt. Du riechst es. Ich würde trotzdem mal probieren, ob es wirklich Blut ist, was ich da beschworen habe, oder ob es nur rotes Wasser ist. Also eisenhaltiges Wasser. Weil gibt es ja auch häufiger, dass irgendwelches rotes Wasser bei Thermalquellen und so vorkommt. Du probierst. Schmeckt tatsächlich nach Blut. Aber lieber das gegen deine ekelhafte, vertrocknete Zunge, als aufzustehen. Ja, dann trinke ich mal einen ordentlichen Schluck und würde es dann weiterreichen. Das ist, das stört euch nicht an der roten Farbe. Das kann ich nicht trinken. Dann steh auf und lauf dahin und halt die Schnauze. Wie viel hat es mich zusätzlich irgendwie ASP gekostet oder bleibt es bei den 3 ASP? Ganz normal. Okay, alles klar. Sehe ich neben dem Fass oder neben dem Trinkgefäß noch einen Eimer oder eine größere Karaffe? Ist so weit weg. Da steht bestimmt was, aber da müsste man natürlich aufstehen. Nicht unbedingt zum Sehen. Hm. Ja. Nicht in armes Greifweite, aber 7 Schritt. 7 Schritt, ja, schon. Motoricus, natürlich. Leblos Ding, bewege dich. Das ist eine Karaffe, wo der etwa 3 bis 4 Schank fasst, schweben. In diesen Bottich, wie auch immer, eintauchen und ziehe dann diese Karaffe mittels meiner Geisteskraft wieder zu mir. Würfel den Motorikos. Und 2W6. Ich lasse mir Zeit. Natürlich lässt du dir Zeit. Es wäre sonst zu anstrengend.